Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu Siberia. Es geht endlich weiter. Wir haben die Füße für Oscar hergestellt in der letzten Folge und die wollen wir ihm jetzt bringen. Denn das, was wir da veranstaltet haben am Ende der letzten Folge, das sah ganz gut aus. So, Gott, ich muss erstmal wieder reinkommen. Wie war nochmal was? Ah ja, genau, Holzbeine gebe ich dir. Nimm. Hier, Ihre Füße, Oskar. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt. Es ist Ihnen gelungen, zweimal das Modell XZ2005-B herzustellen, Kate Walker. Wunderbar. Kate Walker hat alles richtig getan. Yay. Nach 20 Versuchen ungefähr. Und? Sitzt? Sie sehen mich hocherfreut, Kate Walker. Sie stehen Ihnen ausgezeichnet. Sehr freundlich von Ihnen, Kate Walker. Doch jetzt muss ich mich leider von Ihnen verabschieden. Wo gehen Sie hin? Ich muss mich zur Lokomotive begeben. Die Abfahrt steht kurz bevor. Okay, aber ich will noch nicht fahren. Ich will nicht, dass Oskar fährt. Ich will nicht. Bleiben Sie hier, Oskar. Ich folge mal. So, zur Lokomotive ging es wo noch mal lang? Auf jeden Fall erstmal raus. So. Einmal hier lang, bitte. Ich wünschte, der Wechsel von den Bildschirmen würde etwas schneller gehen. Aber es ist ein altes Spiel. Es ist langsam. ich meine, es war hier. Ja. Ich habe ein Gedächtnis wie eine Eins, Leute. Nicht. Aber hey, es war richtig. Lauf, Kate Walker. Der Name ist wie zum Laufen gemacht. Auch wenn das etwas komisch aussieht, wie ich finde. Gut. Dann gucken wir mal, wo sich Oscar versteckt hat. Hallo. Hallo, Oscar. Meine Funktion untersagt mir jede Vertraulichkeit, Kate Walker, auch wenn Sie mein erster und einziger Fahrgast sind. Oh. Ihr Fahrgast? Ja, Sie, Kate Walker. Haben Sie mich nicht mit diesem Ziel fertiggestellt? Wenn Sie das sagen? Okay, hallo, ich bin Kate Walker. Oscar, könnten Sie mich nicht einfach Kate nennen? Ich fände das sehr viel netter. Schließlich haben wir gemeinsam eine weite Reise vor uns. Ich bedauere sehr, Kate Walker, aber ich habe Sie unter diesem Namen registriert und kann die Daten nicht ändern. Meine Funktion verbietet mir jede Vertraulichkeit, Kate Walker. Zwischen Vertraulichkeit und freundlichem Umgang besteht ein gewisser Unterschied, Oscar. Okay, wie wäre es denn? Ich meine, wir konnten noch zur Höhle, wo Hans und Anna damals waren. Ich gehe einfach mal von oben durch, um auch einfach wieder geschichtlich in die ganze Sache reinzukommen. Also, ich glaube, ich bin fürs Abenteuer bereit. Wir können losfahren, Oskar. Ihre Fahrkarte, bitte. Wo? Meine Fahrkarte? Was meinen Sie damit? Kate Walker, die Bestimmungen sind eindeutig. Jeder Fahrgast benötigt eine Fahrkarte. Nun gut. Und wo kann ich mir diese Fahrkarte besorgen? Die einzige Person, die befugt ist, Fahrkarten auszustellen, ist der Schalterbeamte. Sie haben Glück. Sein Schalter dürfte um diese Uhrzeit geöffnet sein. Beeilen Sie sich. Okay, ich brauche ein Ticket. Wo gehst du hin? Ich habe dir Füße gebracht. Fahr mich mit dem Zug weg. Oder so.
jetzt muss ich hinterher. Von wegen einen Punkt nach dem anderen abarbeiten. Der Schalter war, glaube ich, hier. Ah, es ist Oscar. Da ist er also hin. Sie? Sie wünschen, bitte? Aber Oscar, ich bin es doch. Kate Walker. In der Tat, Ihr Name ist Kate Walker. Ich hätte gern eine Karte für unsere Mission. Sie wünschen Kate Walker? Eine Zugfahrkarte. Oder verkaufen Sie sonst noch was? Die einzige Funktion dieses Schalters ist die Ausgabe von Fahrkarten. Würden Sie bitte schnell machen, der Schalter schließt in genau 3 Minuten. Sie wünschen? Oh mein Gott. Na, eben eine Fahrkarte. Nur eine? Ja. Eine Fahrkarte. Sehr gut. Und wohin bitte? Woher soll ich das denn wissen? Sie haben mir doch gesagt, ich sollte eine Fahrkarte kaufen. Eine Fahrkarte, also um wegzufahren. Okay, alles klar. Fahrkarte mit der mechanischen Eisenbahn. Ach, diese Automaten können echt kompliziert sein. Abfahrt von Valadilen. Obwohl, was heißt kompliziert? Eigentlich denkt er ja recht logisch. Es ist aber anstrengend. Diese Fahrkarte ist für eine Person gültig und muss jeder Person, die Befugnisse im Bereich der mechanischen Eisenbahn hat, vorgezeigt werden. Danke. Oh, Genehmigung. Über die Gesamtzeit oder einen Teil des beweglichen und unbeweglichen Vermögens einer Erdmasse zu verfügen. Erbschaft Vorarlberg. Was ist denn das? Notariatsbüro. Okay. Beschreibung des Objekts. Eine Lokomotive mit mechanischem Antrieb, Waggon und sonstigen Elementen sowie dem Lokführer. Das wäre Oscar. Das vorliegende Dokument, das den Stempel der zum Stempeln befugten Instanzen aufweisen muss, ermöglicht den Träger dieses Dokuments frei über die oben genannten Objekte zu verfügen. Okay. Hier, bitte. Verlieren Sie sie nicht. Dieser Schalter ist nicht befugt, Ersatzfahrkarten auszustellen. Dies gilt auch für das beiliegende Dokument. Um was handelt es sich? Die Abfahrerlaubnis für den Zug aus Valadilen. Der Kontrolleur kann diese später verlangen. Aber Sie sind doch der... Achtung! Der Schalter wird jetzt ordnungsgemäß schließen. Ach, ich mag Oscar. Sehr schön. Hat ein bisschen was Schizophrenes. So. Aber man hat jetzt nicht gesehen, wie er hier zum Zug gegangen ist, ne? Wahrscheinlich... Naja. Oh! Wer könnte das denn sein? Kate, ich bin schon wieder. Oh, Dan. Ich wollte dich gerade anrufen. Na klar. Bist du sauer? Ich habe gerade bei Marson und Lormond angerufen. Sie haben mir gesagt, dass du voraussichtlich noch nicht diese Woche wiederkommst. Nun ja. Und? Wann gedenkst du zurückzukommen? Das weiß ich nicht und das hängt auch nicht von mir ab. Die Situation ist ziemlich komplex, weißt du? Anfang nächster Woche wahrscheinlich. Ach ja, mal sehen. Denn hab doch ein bisschen Geduld. Hier geht es um mehr, als ich dachte. Und du weißt doch, wie viel mir an diesem Auftrag liegt. Ich denke mal, es ist dir egal, dass die Goldbergs vorhaben... Ja, das heißt nein. Denn es ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Ich denke an dich. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich rufe wieder an. Versprochen. Ich muss jetzt auflegen, sonst verpasse ich meinen Zug. Einen Zug? Wo fährst du denn jetzt noch hin? Das ist doch verrückt, Kate. Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht genau. Ich liebe dich, Dan. Kate? Ich weiß nicht, was ich von dieser Beziehung halten soll, wenn die so miteinander reden, so seltsam und ja. Wäre für mich kein Umgang mit meinem Liebsten, aber naja, das müssen die beiden wissen. So, Oscar, dann lass uns fahren, oder habe ich noch was vergessen? Muss ich noch vorher Pipi machen ich gehen, bin es oder? Noch einmal. Ja. Guten Tag, Kate Walker. Kate Walker? So, Mission! Warum fahren wir nicht ab, Oscar? Die Bestimmungen sind eindeutig. Ich warte auf Ihre Fahrkarte, Kate Walker. Oh. Nicht, dass mir unsere Unterhaltung langweilig wäre. Aber ich muss jetzt gehen, Oscar. Nein. Auch ich habe jetzt viel zu tun, Kate Walker. Nein, du musst nicht gehen, du musst deine Karte vorzeigen. Tintenfass? Wo ist... Wo... Karte? Nein, nicht Handy. Wieso ist die Karte nicht da?
Nein, nicht... Na, steck das Handy wieder ein. Ich habe hier nur das Tintenfass. Dokumente. Deswegen. Okay. Die Zugfahrkarte. Bitte. Hier, Oscar. Können wir jetzt abfahren? Ich kann die Fahrkarte momentan nicht annehmen, Kate Walker. Oh. Behalten Sie sie. Und warum wollen Sie meine Fahrkarte nicht? Kate Walker, ich halte mich streng an die Vorschriften. Es sind noch nicht alle Bedingungen zur Abfahrt erfüllt. Ich muss die Abfahrerlaubnis genehmigen lassen. Was können Sie pingelig sein, mein lieber Oscar? Was fehlt noch? Ich bin es noch einmal. Hi. Guten Tag, Kate Walker. Kate Walker? Hilfe? Oscar, was würden Sie jetzt an meiner Stelle machen? Mein psychischer Mechanismus ermöglicht es mir nur, solche Probleme zu erfassen, die meine eigene Funktionsweise betreffen. Okay. Weißt du was über Hans? Ich kann es kaum erwarten, Hans Vorarlberg kennenzulernen. Sie nicht? Oder so? Ich wäre in der Tat hoch erfreut. Eines ist sicher, Oscar. Ich werde ihn zu seinem ganz außerordentlichen Automaten beglückwünschen. Danke, Kate Walker. Was ist denn jetzt noch mit dem Zug, dass der nicht abfahren kann? Dieser Zug ist ganz wunderbar. Ich werde mich hier wie eine Prinzessin fühlen. Es freut mich, dass es Ihnen gefällt, Kate Walker. Der Zug wurde in der Tat so konzipiert, die Reise möglichst angenehm zu machen. Kennen Sie Momo? Nein, Kate Walker. Kurz und knackig, das gefällt mir. Sind Sie der einzige Automat in diesem Zug, Oscar? Seien Sie unbesorgt. Ich wurde dafür konzipiert, nicht nur alle technischen Aspekte, sondern auch den Komfort der Fahrgäste umfassend zu garantieren. So war es nicht gemeint, Oscar. Ich habe keinerlei Zweifel an Ihren Kompetenzen. Absolut nicht. Was ist mit Anna? Arme Frau Vorarlberg. Sie wäre sicher gern bei dieser Reise dabei gewesen. Dieser Zug erwartete nur einen Fahrgast, Kate Walker. Dann ist es fast so, als würde ich an Ihrer Stelle reisen. Jetzt bild dir mal nichts ein. Haben Sie Anna Vorarlberg je von einer mysteriösen Höhle reden hören? Nein, Kate Walker. Kurz und knackig. Nicht, dass mir unsere Unterhaltung langweilt. Ja. Auch ich. Ja, ist okay. Ich möchte den Zug zum Laufen bringen. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben da letzte oder vorletzte Folge oder irgendeine Folge eine komische Vorrichtung gesehen gehabt. Und vielleicht muss ich damit etwas tun. Hier, das meine ich nämlich. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Was? Warum? Kann mir Oscar wenigstens erklären, warum es nicht möglich ist, mit dem Zug abzufahren? Was denn da noch bitte fehlt? Wo muss ich denn rein? Hier. Und ja, da pfeift ein Mann im Hintergrund. Ich muss Oscar kurz nochmal zum Zug befragen. Ich... Ja. Mission. Warum fahren wir nicht... Die Bestimmungen sind eindeutig. Ich warte auf Ihre Fahrt. Nicht, dass mir unsere Unterhaltung lang... Ups. Auch ich. Ja. Fahrkarte. Upsi. Das ist die Abfahrerlaubnis. Fahrkarte will er aber haben. Hier, Oscar. Ich kann die Fahrkarte momentan nicht annehmen, Kate Walker. Und warum wollen Sie meine Kate Walker, ich halte mich streng an die Vorschriften. Es sind noch nicht alle Bedingungen zur Abfahrt... Abfahrerlaubnis, Abfahrt genehmigen lassen von mir? Moment. Abfahrerlaubnis. Hier, die Abfahrerlaubnis für den Zug. Sie ist nicht unterzeichnet, Kate Walker. Was? Oscar, jetzt übertreiben Sie aber. Sie haben sie mir doch selbst gegeben.
Gehört Ihnen dieser Zug? Nein. Dann können Sie Valedilen auch nicht ohne die Erlaubnis des Eigentümers verlassen? Es dürfte schwierig sein, die verstorbene Frau Vorarlberg um ihr Einverständnis zu bitten. In diesem Fall reicht der Stempel des gesetzlichen Vertreters aus. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie sich beeilen würden, Kate Walker. Die Abfahrt steht unmittelbar bevor und ich muss die Pünktlichkeit garantieren. Wie kann eine Maschine, ein Apparat nur so pingelig sein? Ach ja. Aber ich weiß ganz genau, wo wir die Genehmigung stempeln lassen können. Ihr erinnert euch doch vielleicht noch an das Büro von diesem dieser Testament-Signy da. War das ein Notar? Lauf, Kate Walker. Zeig, was dein Name kann. Ich glaube, das war ein Notar, oder? Ich sollte vielleicht nicht mehr einen Monat Pause machen zwischen den Videos. Gut, ich habe das auch nicht mit Absicht gemacht, von daher. Es war nicht geplant, absolut nicht. So. Das war weiter runter. Nee, noch weiter. Hier war das, glaube ich. Oh, war das muss ich nicht. Nein? Okay, dann war es weiter. Oder war das ein Rechtsanwalt? Hier ist es. Was auch immer er hat einen Stempel. So. Ich muss einmal rum. Und hier an den Tisch. Es ist immer noch 2 Uhr. So, pass auf. Wir nehmen diese Abfahrterlaubnis, legen sie hier drauf und machen... Kommt da die Tinte rein? Tatsache. Und... Bam! Proof! Wunderbar, gib mir das. Alles klar. Aha, da ertönt auch gleich die Du hast alles richtig gemacht Musik. Ich bin stolz auf dich. Ja, ja. Genau so heißt die Musik. Könnt ihr ja mal googeln. Warte, was? Dann ab zurück zum Zuge. Huch! Oh nein! Ich habe rausgetappt. Nein! Ich habe aus Versehen rausgetappt. So, versuchen wir mal durch die schwarze Einöde zu kommen. Okay, alles klar. Ja, das ist das Problem, wenn man im Vollbild aufnimmt und 2 Bildschirme hat und dann aus Versehen ganz am Rand über den Rand klickt. Hier, da am Rand. Ja, hier. So. Aber das bricht der Aufnahme keinen Zahn ab. Zumindest erscheint die Aufnahme... die Aufnahmezahl oder das Symbol erscheint noch in der Farbe, wie es aufnehmen soll. Na gut. Das war sehr kompliziert erklärt. Aber es soll euch jetzt nicht stören, es hat nämlich nichts mit dem Spiel zu tun. Ich hoffe nur, dass alles weiterläuft. Das wird schon. Und ich werde es ja auch gleich sehen. Aber jetzt will ich einfach nur ein bisschen schneller zum Zug walken. Ich bräuchte hier so ein Schnellreisesystem. Ach, ich mag die Musik. So. Ich habe... eine gestempelte Abfahrterlaubnis. Nimm.
Hier das Dokument, das die Abfahrt des Zugs aus Valladolid rechtmäßig macht. Perfekt. Ach, Gott sei Dank. Kate Walker? So, und jetzt take my Fahrkarte. Hier, Oscar. Können wir jetzt abfahren? Ich kann die Fahrkarte momentan nicht. Ah. Kate Walker, behalten Sie sie. Ich verstehe nicht, warum wir nicht abfahren können. Wir können es uns nicht leisten, diesen Zug noch länger aufzuhalten. Ich möchte nicht unhöflich sein, Kate Walker, aber ich befürchte, dass noch nicht alle Bedingungen für die Abfahrt erfüllt sind. Wenn das ein Witz sein soll, Oscar, so kann ich nicht darüber lachen. Ich muss Hans Vorarlberg unbedingt so schnell wie möglich finden. Ich habe genaue Anweisungen, nach denen ich mich zu richten habe. Es gibt 3 Stellen in der Garderobe, an denen 2 wichtige Objekte platziert werden müssen. Dies ist die Voraussetzung, um den Zug in Gang zu setzen. Aber wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich muss die Abfahrt vorbereiten. Dann muss ich mich wohl nach diesen Anweisungen richten. Es gibt 3 Stellen, an denen 2 Dinge stehen müssen in der Garderobe. Das war hier, ne? Hier steht was. Muss ich da was hinstellen? Aber ich habe hier auch was ins Regal gestellt. Das waren die Dinger. Die kann ich aber auch wieder nehmen. Ach so, nee, ich kann sie mir nur noch mal ansehen und anhören. Nein, ich wollte das jetzt... Nein, nicht noch mal. Kein drittes Mal, bitte. Okay, und die bringt sie jetzt wieder zurück in den Schrank. Okay. Hier muss noch was stehen. Und da steht schon was. Dieses Regal scheint für Wertgegenstände gedacht zu sein. Ja, deswegen müssen wir jetzt wohl tatsächlich nach der Hürde suchen. Die muss ja hier irgendwo in Valladolid sein. Frage ist, wo? Also ich vermute mal... Ja, los, los, los. Ich vermute mal, dass es an der, ich sag mal, Hauptstraße sein muss, in eine der beiden Richtungen. In der einen Richtung ist ja der Friedhof auf jeden Fall. Was in der anderen Richtung ist, habe ich vergessen. Aber das schauen wir uns an. Ich überlege gerade, ob ich alle Abzweigungen schon genommen habe hier. Bin mir da gerade gar nicht so sicher. Sind wir schon mal hier lang gegangen? Ja. Ich glaube schon. Hier kamen wir auch noch nicht überall rein, ne? Ich muss mir das kurz nochmal angucken. Hier ist ja zu. Diese Tür ist verriegelt, aber ich muss da rein. Sie muss da rein, sagt sie. Muss sie das? Ach, hier war das mit dem kleinen Garten, oder? Ja, hier konnte man ja hoch und dann konnte man da die Dinge holen und hast du nicht gesehen. Und aus dem Garten können wir, glaube ich, auch nichts mehr holen. Hier muss auch zu sein. Ja. Diese Tür ist verriegelt, aber ich muss da rein. Musst du das tatsächlich, oder? Oder wie, oder was? Weil ich glaube nicht, dass du das musst. Hier geht's auch nicht links lang, deswegen... Nee. Geht es jetzt erstmal zurück zur Hauptstraße. So. Da ging es zum Friedhof. Mein ich. Es gab da noch eine Tür, oder? Es gab doch neben einem Haus
noch ein Törchen. Hier. Da möchte ich sehr gerne durch. Genau. Und es geht nicht weiter. Ich brauche irgendwas, um da durchzukommen. Ich probiere mich mal durchs ganze Dorf. Dahin muss ich nicht. Dahin muss sie nicht. Weil irgendwo muss ja irgendwas rumliegen, damit ich da durchkomme, oder? Dahin muss ich nicht. Dahin muss sie nicht. So, da, wir können ja vielleicht nochmal versuchen, mit dem Notar zu reden. Aber der ist wahrscheinlich immer noch erschöpft von einem 5-Minuten-Gespräch. Ach, das habe ich vergessen. Ich sollte den Notar in Ruhe lassen. Genau. Damit er nicht vor Überanstrengung und Speichel stirbt, den man beim Sprechen produziert. Ich vergaß. Was war hier? Dahin musste sie ja auch nicht, ne? Dahin muss ich nicht. Genau. Versuchen wir es hier. Dahin muss ich nicht. Ja, okay. Ich hab zu. Kommen Sie morgen wieder. Weißt du was? Ich frage einfach an der Rezeption. Ich glaube, an der Rezeption haben wir noch nicht über die Höhle gesprochen. Und wir werden gleich wieder herzallerliebst begrüßt. Hi. Ich mag das. Hallo? Ich bin es noch einmal. Fräulein Walker? Ja, Höhle. Wissen Sie etwas von einer Höhle hier in der Nähe? Nie was davon gehört. Vielleicht oben auf der Alm am Fuß der Felswand, wer weiß. Am Fuß der Felswand, oben auf der Alm. Ich werde mich mal ein wenig in Valladilène umsehen. Ja, bis später. Bis später. Was für eine Alm? An der Felswand auf jeden Fall. Vielleicht doch hier? Ah, mehr als der Friedhof war da doch nicht, ne? Ach, hier ist die... Ach, guck mal. Das hier sieht sehr nach Felswand aus. Aber wir fragen ihn mal nach der Höhle. Der muss ja schon mindestens... Ja, ja. Der muss ja... Da habe ich wirklich gar keine Zeit. Ach, wie schade. Echt jetzt? Ich wollte gerade sagen, der muss ja schon mindestens 100 Jahre hier wohnen. Vielleicht weiß er, wo so eine Höhle ist, aber der... Ja... Kate Walker spricht ihn an und sagt ihm, dass sie keine Zeit hat zum Quatschen. Warum nicht? So. Da geht's weiter zum Friedhof, aber hier irgendwie an die Seite kommen wir nicht. Aber hier sieht es schon sehr felsig aus. Vielleicht ist hier tatsächlich irgendwo besagte Höhle. Es wäre zumindest sehr schön. Aber ich glaube fast nicht daran. Nee, hier ist nur die Tür. Hier ist nur die Tür. Aber hier waren wir ja soweit auch fertig, soweit ich weiß. Aber gut, das soll jetzt erstmal nicht unser Problem sein. Zumindest nicht euers, denn... Die Folge ist hier erstmal zu Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen, Kommentieren, Liken und was ihr nicht sonst alles für mich tut. Und beim nächsten Mal suchen wir weiter nach
der Höhle. Bis dann!